Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Tutorial Review und heute mit dem Plugin Color Tab Name. Ja, wie es der Plugin schon sagt, könnt ihr damit eurem Tabnamen eine bestimmte Farbe geben. Das heißt zum Beispiel, wie wir hier auf dem Bild sehen, Default und dann der Name dahinter. Oder hier haben wir ohne. Und da gibt es ganz viele Sachen, zum Beispiel VIP, VIP Plus, Donator. Oder ihr könnt sogar auch Scrollen machen, das heißt, dass der Name dann hier lang gescrollt wird oder komplett animiert. Ja, das Plugin ist Permission basiert, aber ihr könnt es auch mit einem Kommando machen. So, hier haben wir zum Beispiel schon ein paar Beispiele. Notice you need to be deopt to get these groups, only get your group permission. So, das heißt, man darf kein OP haben, damit wir auch diese Permission nutzen können. So, ich nehme jetzt zum Beispiel mal später die hier. Scrolling Tab Name und dann zeige ich euch das einmal. So, die Variablen haben wir. Health. Ja, können wir einfach mit Half können wir dann vor unseren Namen das Herz machen. Spoiler X haben wir das. X Musik und das sind dann halt ganz viele Symbole auch. Hier haben wir auch nochmal die Health. Dann die Lebenszahlen. Die aktuelle Welt. Hier können wir uns einmal die Config angucken, die zeige ich aber. Und hier können wir dann donaten. So, ihr ladet euch das Plugin herunter, es funktioniert für die 1.8 und die 1.9. Und dazu ladet ihr euch Permission X runter oder ein Permission Plugin, welches ihr auch benutzen wollt. Ich mache zuerst ein Permission X, weil ich weiß, dass dort funktioniert. Ich werde versuchen, auch gerne bei anderen Plugins, Permission Plugins zu helfen, aber dort kann ich halt für nichts garantieren. So, dann laden wir uns beides herunter, ziehen es auf unseren Desktop, habe ich hier gemacht. Und hier habe ich unseren Testserver. Ich werde das Plugin auf der 1.9 zeigen. Deswegen ziehen wir jetzt auch gleich die beiden Plugins in den Ordner rein. Gehen zurück und starten den Server das erste Mal. Damit wir dann die ganzen Dateien erstellen lassen. Und ich habe auf dem Server auch kein OP. Ich habe mich vorhin noch deopt. So. Jetzt sehen wir hier auch schon Enabling Color Tab Name. Haben wir die ganzen verschiedenen Gruppen, die geladen wurden. Und Permission X. So, das heißt, wir stoppen das jetzt. Gehen jetzt hier in Plugins und hier haben wir jetzt Permission X. Und einen Color Tab Name Ordner. So, wenn wir jetzt gucken uns erstmal einen Color Tab Name Ordner an. Öffnen wir die Config. So, und hier haben wir jetzt die verschiedenen Tab Names. Default, VIP, VIP Plus, Donate. Donor, Helper, Mod, Admin, Owner, Builder, Developer, Supporter, YouTuber, Streamer, Scrolling, Tab, Scrolling Name, Scrolling Type und ja. So, wenn wir das jetzt, hier könnt ihr alles umändern, wie ihr wollt, total egal. Hier haben wir zum Beispiel schon eine Variable, den Spielername. Darunter könnt ihr den Color Scroll einstellen, das heißt, je nachdem wie schnell ich, sag ich mal, diese Animation bewegen soll, was da drin stehen soll, welche Farbe benutzt werden soll, welche Farbe von links, welche Farbe rechts. Dann könnt ihr darunter die Message einstellen, die ausgesendet wird, wenn man slash tabname macht. Und wenn man dann sein tabname gesetzt hat, welche Nachricht man danach bekommen soll. Ja, das war es an sich auch schon zur Config. Wir gucken jetzt noch einmal hier in der Liste. Ich suche mir jetzt einen schönen raus. Ich wollte Scrolling Tab nehmen. Nehmen wir einfach mal. Und dann gehen wir hier in Permission X. Ganz normal. Permissions. Haben wir Default Options. Haben wir nichts Besonderes. Und dort packe ich jetzt auch diese Permission rein. So. Darauf immer achten. Kein Tab benutzen, sondern vielmal Leertaste. Und speichern wir das. Dann gehen wir zurück. Starten den Server einmal und joinen mit unserem Minecraft-Client drauf. So, kurz warten. Jetzt lädt das alles hier. So, fertig geladen. Minecraft. Join dem Localhost.
Und tada, da sind wir auch schon. Hier, Shader, naja, unsere ganz normale Welt. Und wir sehen in der Tab-Liste, es funktioniert 1A. Wir haben hier Herbie 2212, immer schön scrollen, immer kurz und wieder lang. Und ja, im Chat macht's nichts. Dafür ist es auch nicht da, es soll einfach nur die Tab-Liste animieren. Also die Namen in der Tab-List. Und ja, funktioniert auch mit anderen Tablist-Plugins, wie zum Beispiel CDSNC oder was weiß ich welchen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Like, Abo, hilft mir immer, freut mich vor allen Dingen. Und da würde ich sagen, ich verlinke euch alles. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.